Ich werde tatsächlich nach Kathmandu fliegen. Meine Mutter hat mich angeguckt und gesagt, bist du vom wilden Watz gebissen? Bist du eigentlich total Banane? Aber ich werde es trotzdem machen. Denn Stella Taradetjen hat mich eingeladen. Ich kenne sie aus diversen Fernsehsendungen und habe ihr Buch gelesen. Und wir haben uns irgendwie gleich verstanden. Und da war sowas zwischen uns. Und sie hat mir von ihren Projekten erzählt. Und ich habe gesagt, boah, das würde ich echt gern mal sehen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann mach halt. Dann komm doch her und guck's dir an. Komm nach Nepal. Also habe ich gesagt, ich komme nach Nepal und ich guck's mir an. Weil ich finde immer, dass die Realität doch ganz was anderes ist als eine Hochglanzbroschüre. Klar sieht man da auch große dunkle Kinderaugen, die einen angucken, aber ich wollte es einfach mal, wie sagt man so, in echt sehen. Wir haben jetzt in Kathmandu sehr viel angeguckt, natürlich Tempel, 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 aber auch den Ort, wo die Nepalesen ihre Leichen verbrennen. Das war schon ein sehr seltsames Gefühl, weil das ja so öffentlich passiert und ja, verrückt. Da planschen kleine, nackte Kinder im Fluss und nebendran steht eine Familie und beweint den Angehörigen, der gerade verbrannt wird. Aber alles findet so parallel statt. Also es ist sehr, sehr anders. Es ist schon eine Art von Kulturschock. Ich bin gespannt. Wir sind fertig, wir haben unseren Tee. Mhm. Was machen wir eigentlich heute? Also unser Team holt uns gleich ab und dann fahren wir so, naja, eine Stunde, anderthalb Stunde den Berg hoch. Ist aber Offroad. Anderthalb Stunden. Ja. Ich kenne ja schon die nepalesischen Zeiteinheiten, also werden wir wahrscheinlich 2 Stunden fahren. Kann sein. Ja. Also, und es sind auch keine Straßen, also das sind jetzt eher so Lehmpisten. Es wird staubig, also vielleicht nehmt ihr einen Schal mit oder so. Okay. Und dann erreichen wir das Dorf Badua und dort haben wir eine Schule gebaut. Und wir besichtigen die Schule? Genau, die zuerst, würde ich sagen. Treffen die Kinder, wir die Kinder? Die haben jetzt Unterricht, ganz genau. Und, oh, super, freue ich und, mich. Und da können wir ein bisschen reingucken. Und danach würde ich dich gerne noch durchs Dorf ein bisschen führen. Wir haben da noch andere Projekte. Also wir haben dort Wassertaps eingerichtet, Trinkwasser für die Leute und machen Farming-Programme für sie. Und das können wir uns natürlich also auch... Also ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe? Genau, genau. Endlich ist es soweit und wir besichtigen eine Schule in der Nähe von Nuwakot. Dafür müssen wir erstmal aus Kathmandu raus und das war das erste Abenteuer. Es geht dann in die Berge, also aus Kathmandu raus und dann die Berge hoch und da es natürlich keine Tunnel gibt, muss man immer um die Berge rum, hoch, runter und da kommt einem auch alles entgegen und ob man das Straße nennen kann, darüber könnte man streiten. Dann waren wir in einer Dorfschule, die eben Back to Life gebaut hat. Und dann sieht man diese freudigen Kinder, die einen begrüßen und ein Blumenkränze umlegen. Und man sieht, wie arm Menschen leben. Namaste. Namaste. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, very good. Guten Morgen. Sie sind
Man liest und hört natürlich immer wieder von Naturkatastrophen wie dem Erdbeben, dem großen Erdbeben in Nepal. Aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man da wirklich dabei ist. Und wenn man dann noch Mutter ist und Kinder hat, so wie die Frau, die jetzt bei uns sitzt, Shanti Meyer, lebt in dem kleinen Ort und war 2 bis 3 Stunden entfernt von ihrem Ort, wo ihre Kinder waren, und hat von dem Erdbeben erfahren. Wie war das, Shanti? Ja, sie sagte, erstmal war es ein ganz normaler Tag, aber als dann das Erdbeben passierte, also sie hat ihre Hausarbeit gemacht und so weiter, aber als dann das Erdbeben passierte, war sie ja weit entfernt, kam zurück, gehetzt in der Angst, dass ihre Kinder tot seien. Denen ist Gott sei Dank nichts passiert, aber sie hat damals wirklich alles verloren, ihr Haus verloren, ihren Buffalo, also Wasserbüffel, der im Stall erschlagen wurde von den Trümmern. Ja, und sie sagte dann, also sie hatten in den nächsten Tagen, in den nächsten Zeiten gar nichts. Also sie wussten nicht, was sie essen sollten. Sie haben hier, genau wo wir jetzt hier sitzen, 3 Tage lang ausgeharrt und geschlafen, auch unter freiem Himmel natürlich. Es gab ja auch viele Nachbeben. Und dann haben sie sich langsam aus Wellblech so einen kleinen Verschlag gemacht, ja. Ja, aber mittlerweile ist sie ja dabei, das alles wieder aufzubauen. Also sie hat ja jetzt auch wieder ein Haus, Gott sei Dank. Und es gibt Wasser hier und man muss ja auch sagen, dank eurer Hilfe. Ja, und sie macht auch bei dem Landwirtschaftsprogramm mit, also hat einen Küchengarten und baut jetzt an. Das heißt also, sie sieht jetzt selbst den Fortschritt. Also allein als das Haus dann stand, da wusste sie, sie hat es geschafft. Ja, und man ahnt ja erst die Bedeutung, wenn man hier ist, wenn man so einen Brunnen sieht. Es ist ja eben nicht nur Wasser, um was zu kochen oder um sich mal zu waschen, sondern eben auch, das geht ja dann immer Schritte weiter. Man kann was anbauen, man hat dann eben auch Essen, man kann vielleicht auch was verkaufen. Also die Brunnen, die haben, glaube ich, hier das tägliche Leben verändert, grundlegend. Weil es gab nur eine kleine Wasserstelle vorher und da mussten 80 Haushalte sich anstellen, um da die paar Tropfen rauszuzapfen. Und das war längst nicht genug für alle erstens und es ging auch viel Zeit da verloren, also durch die Schlangenbildung und diejenigen, die sich nicht in die Schlange stellen wollten, die sind dann eben ein paar Kilometer weiter gelaufen, mussten das Wasser aber dann natürlich in Kübeln hierher tragen und da sparen sie eine Menge Zeit. Erstens, zweitens sind sie auch ein bisschen sauberer geworden, können ihre Kleidung waschen und so weiter, mehr Hygiene halten und dann eben auch das Wasser für die Landwirtschaft nutzen. Stella, durch die Wasserversorgung, die ihr jetzt in dem Ort wieder aufgebaut habt, ist auch dieses neueste, jüngste Projekt quasi möglich geworden. Was ist das genau? Also wir verhelfen den Haushalten zu sogenannten Küchengärten. Also sprich, durch diese offenen Gewächshäuser können die Leute sich jetzt tatsächlich und durch die Wasserversorgung etwas anbauen, das dann im Endeffekt auf ihrem Teller landet, das sie aber auch verkaufen können, um sich ein Zubrot zu schaffen. Also gesunde Ernährung und natürlich noch ein Verdienst. Eben. Und es riecht auch lecker. Kann man jetzt leider nicht mitriechen, aber schade. Aber es ist eigentlich eine tolle Idee und die sind an den Seiten offen. Es ist auch nicht so teuer und trotzdem natürlich eigentlich eine super Maßnahme, wie so ein Schneeballeffekt. Genau, weil vor allem, also als wir mit den ersten Familien gestartet haben, waren ganz schnell die anderen da und haben gesagt, wir wollen auch mitmachen und an dem Programm teilnehmen, weil die eben gesehen haben, sie haben definitiv mehr auf dem Teller dadurch. Und man hat gesehen, es gibt auch so ganz kleine, also es gibt das auch wie in so einer Mini-Version. Genau, da werden die Setzlinge gezüchtet sozusagen. Ah, okay. Ja, und die werden dann verteilt an die Haushalte und das sind aber eben so ganz kleine, auf dem Boden kleine Tunnel, in denen das dann wächst. Finde ich toll. Einfach und gut. Es ist wirklich beeindruckend. Und es ist beeindruckend, was die Mitarbeiter von Back to Life leisten. Das sind engagierte, liebenswürdige Leute, die auch die haben eine Vision. Also die wollen was erreichen und die wollen was tun. Und man sieht auch den Dank von diesen Leuten im Ort, die sagen, Mensch, und wir haben jetzt eine Schule. Bildung ist eben auch ein Schlüssel für alles Mögliche. Diese Kinder haben vielleicht eine Chance, die werden lesen und schreiben können. Und das kann da lange nicht jeder, also die meisten eben gar nicht. So, wir haben jetzt
den Ort gewechselt und sind von Nuwakot wieder über Kathmandu nach Chitwan, so heißt ein großes Gebiet, da ist auch ein großer Nationalpark. Und da waren wir wieder in einem Ort, es war eine viel größere Schule, das neueste Projekt von Back to Life. Da waren auch größere Kinder, die Kleinen sind ja immer besonders süß und man kriegt ja sofort so mütterliche Gefühle. Aber an den Großen zu sehen, mit welcher Ernsthaftigkeit die lernen. Also wenn man in das Klassenzimmer geht, ich glaube, da würden deutsche Lehrer von träumen, welche Disziplin da herrscht. Also die haben ein ganz anderes Zack. Die sitzen da ordentlich und sind alle ordentlich frisiert und waren sehr, sehr lieb und sehr auskunftsfreudig. Ja, wir sitzen ja offensichtlich in einem Klassenzimmer. Ich habe schon so ein Déjà-vu. Und ja. Da ich ja die Sprache nicht verstehe, was wird hier eigentlich unterrichtet? Science, also Naturwissenschaften. Die wechseln dann immer mal von Biologie zu Physik zu Chemistry, also Chemie. Und heute ist richtig Naturwissenschaftler. Ich hatte gleich so ein ungutes Gefühl. Ich habe gleich gemerkt, ich werde so schwitzig, weil ich war so schlecht immer in Physik und Chemie. Und ich hatte schon so ein Physik-Chemie-Gefühl. Mhm. Okay. Ja. Also ich muss sagen, es ist anspruchsvoll, was die hier machen. Also ich bin ganz überrascht. Ich habe mir eben mal das Schulheft durchgeguckt, also das Schulbuch. Ich muss sagen, es ist schon ein ordentlicher Lehrplan. Aber was ich das Schöne finde, ich habe gerade gesehen, wie sich unter der Bank zwei so ein Zettelchen zugeschoben haben. Dann dachte ich, das ist einfach international. Genau. Ist doch auch nett. Lehrer hat es aber nicht gesehen. Nee, zum Glück. Und er versteht uns ja auch nicht. Nö, eben. So, this is one of the newest projects, yes. Biogas. Yes. Means that, to say it a little, you know, shit makes energy. Of course, yeah. How does it work? Well, the place, the drum that you are sitting on, over here we feed with the animal dung, and it goes inside the big chamber inside here. And we also have a connection with the toilet. So the animal shit comes through another pipe, goes right into the chamber, and the gas is produced and it's connected with the kitchen stove. So the pipe goes underneath, and whatever the shit is there, later it comes through that output pipe and it is used for the farming. So it's simple, beautiful. Die Kendra hat es mir eben ganz gut erklärt, also welche Vorteile die Biogasanlage hat, dass man eben scheiße Energie machen kann, den Tierdung verwendet und mit dem Rest, den man dann nicht braucht für die Energie, auch noch die Felder düngen kann. Also Win-Win. Es gibt auch noch mehr Vorteile. Ja, allerdings. Also zum Beispiel die Frauen, die müssen nicht mehr mühsam das ganze Feuerholz suchen morgens. Also für jeden Tee brauchten die ja erstmal eine Stunde, mussten die ins Feld gehen und Zündholz suchen. Und die Häuser sind nicht mehr so dreckig, weil das war alles verrußt natürlich durch das offene Feuer. Und außerdem muss ich sagen, die Regierung ist auch sehr glücklich darüber, denn die subventioniert sogar unsere Biogasanlagen, so ungefähr mit der Hälfte des Geldes. Denn die sagen, dadurch wird der Wald geschützt. Und die Dorfbewohner waren am Anfang ein bisschen skeptisch, oder? Die haben gesagt, das geht nicht. Also wir können nicht aus unseren Fäkalien, mit denen können wir nicht kochen. Und die haben es rundherum abgelehnt. Also, und wie habt ihr sie dann gekriegt? Und die haben uns ausgelacht, ehrlich gesagt. Und dann haben wir das in den Schulen nochmal den Kindern erklärt. Und die haben sofort begriffen, weil es sind oft die Kinder, die morgens losziehen müssen, um das Holz zu sammeln. Und die haben dann ihre Eltern überredet, es zumindest einmal zu probieren. Und als die erste Anlage stand, haben die anderen sich gleich angeschlossen und gesagt, ja, das riecht nicht nach Fäkalien. Es ist doch weit davon entfernt. Und jetzt nein, man sieht ja auch aus der Toilette, geht es ja nicht in diesen kleinen Art Brunnen, sondern es geht direkt unter die Erde. Genau. Also insofern, picobello Angelegenheit. Ja, das ist ich glaube, ich könnte noch Wochen hier rumfahren und Projekte und Ideen von Back to Life anschauen. Aber ich habe so einen ersten Eindruck und der haut einen echt um. Also ich finde, eigentlich hätte jeder von uns, der so gut lebt und privilegiert lebt, die Pflicht, ein bisschen was zu tun. Jeder im Bereich seiner Möglichkeiten.